Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier ist wieder euer Michi. Ja, der Monat Mai neigt sich dem Ende zu oder ist zu Ende und es ist mal wieder Zeit für ein weiteres Sammlungsupdate, also für ein Update der Filme, die neu in meine Sammlung dazugekommen sind. Und ich muss sagen, es lohnt sich. Das letzte Sammlungsupdate ist jetzt 2 Monate her. Ich hatte ja eigentlich immer den Turnus 1 Monat, 2 Monate, 1 Monat, 2 Monate. Aber also es ist also richtig genauso, wie ich es gesagt habe. Apropos Turnus, der ein oder andere von euch hat das vielleicht schon gemerkt. Ich habe ja früher eigentlich immer 3-mal pro Woche ein Video hochgeladen, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag. Das habe ich jetzt ein bisschen reduziert, weil es wurde mir stellenweise einfach zu viel. Und bevor ich euch irgendeinen Mist in die Kamera reinlabere, habe ich gesagt, okay, machst du mal nix. Und wenn ich was für euch habe, dann gibt's auch was. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich gucke, dass ich trotzdem bei meinem Rhythmus bleibe, soweit sich das irgendwie einrichten lässt. Das heißt, wenn ich Unboxing-Titel kriege, dann habt ihr ja sowieso regelmäßig Content von mir. Und ansonsten, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So, es sind jetzt insgesamt, ich meine, ich hätte eben durchgezählt, 30 neue Titel. Das wären also, wenn das Video maximal eine Stunde dauert, 2 Minuten pro Titel. Das ist alles ein bisschen knapp. Ihr wisst ja, wenn ich anfange zu reden, dann kann das auch schon mal ausarten. Becky weiß das auf jeden Fall. Deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. So. Und eins noch vorneweg, natürlich wird es innerhalb dieses Videos zu Spoilern kommen, denn wenn ich euch was über die Filme erzähle, dann wird sich da auch das ein oder andere Spoilerchen nicht vermeiden lassen. Das heißt also, ihr seid gewarnt, wenn ihr seht, oh, den Titel, den kenne ich noch nicht, den hätte ich aber gerne und will eigentlich nichts drüber wissen, dann einfach kurz vorspringen. Und auf den nächsten Titel warten. Ich halte hier immer schön hoch. So, den Anfang macht eine DVD-Box, die ich recht günstig geschossen habe. Und zwar in einem Discounter, der tatsächlich noch so eine Drehsäule mit Filmen hat. Und zwar war das, ich glaube, der Netto. Oder ich glaube, es war der Netto, ist aber auch egal. Und zwar lag da hier der hier. Die Bud Spencer und Terence Hill Legenden Edition mit 9 Filmen, von denen ich glaube 7 noch nicht hatte. Und 7 ist auch die Zahl, 7 Euro hat der gekostet. Deswegen habe ich gesagt, Mensch, 7 Euro für 7 Filme auf DVD sind 3 DVDs. Also 9 Filme sind es insgesamt. Das sind dann 3 Filme pro DVD. Die Qualität ist natürlich nicht so überragend. Ja, muss man sich auch, kann man sich eigentlich denken. Aber sie ist brauchbar und es sind halt alles so Filme, wo ich sage, die würde ich gerne in der Sammlung haben, würde ich gerne mal sehen. Muss jetzt aber nicht unbedingt Blu-ray sein. So, hier mit drauf sind Freibeuter der Meere, den habe ich schon, das ist ein Piratenfilm mit den beiden, wobei Bud Spencer hatte nur eine relativ kleine Rolle. Ich finde den eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch drin Karthago in Flammen, auch hier hat Bud Spencer eher eine kleine Rolle, Terence Hill eine etwas größere. Dann der Sizilianer, der ist genau andersrum, da hat Bud Spencer nämlich eine größere Rolle und Terence Hill gar keine. Dann haben wir noch dabei Marschier oder Stirb. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das war. Ich glaube, das war nur mit Terence Hill, aber ich weiß es nicht genau. Dann haben wir Die letzte Rechnung zahlst du selbst. Hier ist Terence Hill gar nicht dabei und Bud Spencer hat nur eine kleine Rolle. Aber der Film ist trotzdem ganz cool. Das ist ein Western mit, ich glaube, mit Lee Van Cleef war der. Den fand ich eigentlich ziemlich gut. Den hatte ich auch schon, aber in miserabler Qualität. Hier ist die Qualität etwas besser. Dann ist noch drauf Etappenschweine mit Terence Hill in einer kleinen Rolle und Rita Mo, wie heißt sie, Mo, diese Sängerin, die auch mit Blaue Bohnen für ein Halleluja oder wie der hieß. Also auch eher eine Komödie im Zweiten Weltkrieg. Auch nicht schlecht. Dann haben wir noch Renegade, um den ging es eigentlich. Das ist der Film mit Terence Hill und dem Pferd hinten im Anhänger. Den hatte ich auch noch nicht. Dann haben wir noch dabei Virtual Weapon, 2 Fäuste für Miami. Ich weiß es nicht. Der interessiert mich auch eigentlich überhaupt nicht. Dann haben wir noch Aladdin und Achtung, das ist nicht der Aladdin mit Bud Spencer,
sondern der mit Terence Hill. Ich wusste gar nicht, dass es einen Aladdin mit Terence Hill gibt. Der spielt da auch nur eine kleine Rolle. Ist ein Film von Mario Bava. Also, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Qualität ist miserabel, aber ist okay. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ach so, das war's schon. Genau, Alibaba Abenteuer in der Wüste heißt der Film. Und also alles in allem für 7 Euro, 9 Filme, macht man nicht viel falsch. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal erstmal zu den Mediabooks. Da sind natürlich einige dabei, die ihr schon kennt, weil ich sie euch schon ausgepackt habe. Da gehe ich dann nicht noch mal groß drauf ein. Es sind aber auch ein paar dabei, die ich entweder geschenkt bekommen habe oder die ich mir selbst gekauft habe. Passiert auch. Und da kann ich dann vielleicht das ein oder andere zu sagen. So, den Anfang macht hier die, wie nennt sich das? H.P. Lovecraft. Irgendwas. Wie nennt sich das? Der Meister des der fantastischen Literatur H.P. Lovecraft ist also halt diese H.P. Lovecraft. Was ist es? Eine Kollektion ist es nicht. Hier sind zwei Filme drauf, nämlich From Beyond und The Resurrected. Und From Beyond hatte ich bereits schon. Den habe ich mit dem Patrick, mit dem Filmangler, getauscht, weil er sagte, er hätte diese Box und er bräuchte die nicht. Und ich habe gesagt, oh, ich hätte die gern. Also speziell habe ich nach hier Resurrected gesucht, der hier in Deutschland übrigens auch als Evil Dead vertrieben wurde. Auch mit einem entsprechenden Cover. Hat überhaupt nichts mit Evil Dead zu tun, gar nichts. Aber naja, das ist halt die Verfilmung von Der Fall Charles Dexter Ward. Und ja, den wollte ich halt haben. Er sagte, er hätte den nur im Mediabook zusammen mit From Beyond und From Beyond würde er gern behalten. Ich habe gesagt, hey, ich habe From Beyond hier im Keepcase, können wir tauschen. Ist ein Tausch, wo ich auf jeden Fall das bessere Geschäft gemacht habe. Ich habe ihm noch ein paar Filme dazugelegt. Ich wollte auch nur den haben. Und er sagt, nee, er will die Mediabooks loswerden und hat auch dazu gesagt, dass das Mediabook defekt ist, weil das Booklet hier ist raus. Stört mich jetzt persönlich nicht so viel, weil mir geht es ja um den Film und ob das jetzt hier drin liegt oder festgehaftet ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier From Beyond habe ich behalten quasi und dann jetzt auch Resurrected. Zwei tolle Filme haben Becky und ich aber auch schon in dem Lovecraft-Special besprochen, das ich euch am Schluss an dieses Video nochmal verlinken werde. So, dann haben wir hier noch einen Film, den habe ich mir gekauft bei Onkel Jeffs Online-Versandkramladen. Ich muss dazu sagen, zu diesem Film, ich wusste gar nichts, überhaupt gar nichts. Ich bin nur mal so durch und da wurde er mir angezeigt hier. Wie wäre es denn mit Tödlicher Segen? Und da habe ich gesagt, okay, das Cover, das spricht mich schon so ein klein bisschen an. Und da habe ich mir den Trailer angeschaut. Und muss sagen, oh, den kennst du nicht? Das ist so eine 80er Jahre Slasher-Okkult-Mischmasch-Story mit Sharon Stone, mit der jungen Sharon Stone und mit Ernest Borgnine. Und dann haben wir hier auch noch hier ihn hier, ich weiß, das ist Barryman, heißt der, glaube ich, ja, aus Hügel der blutigen Augen. Und ja, hier auch. Ich habe zuerst gedacht, das ist Nightmare. Nein, es ist nicht Nightmare, aber Wes Craven darf das, ja. Also Wes Craven hat den Film gemacht, hat auch Nightmare gemacht, dann darf der sich auch hier selbst zitieren. Und da habe ich gesagt, okay, weil dieses Mediabook hier hat nämlich bei Onkel Jeffs Online-Versandkramladen auf dem Marketplace gerade mal 7 Euro gekostet. Macht mit Versand 10 Euro. 10 Euro für ein Mediabook mit einem Film, den ich nicht kenne, aber der mich auf jeden Fall neugierig macht, ein ansprechendes Cover hat, so mit Schauspielern vollgestopft ist. Also, was heißt vollgestopft? Halt, wir haben halt die beiden, ja, und die drei. Aber Trailer hat mich angesprochen. Das war jetzt also ein Blindkauf. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, weil als er hier eintrudelte, meinte Becky, was ist das denn? Ich zeige den Trailer und sagst du, wow, den können wir aber mal gucken. Wäre ja was für Samstagabend. Also machen wir das irgendwann mal und dann reden wir vielleicht auch drüber. So, weiter geht es mit Zoo-Man. Den habe ich euch bereits ausgepackt. Das ist ein Fernsehfilm aus den, ich glaube, 90ern oder Anfang der Nullerjahre. Ich weiß es gar nicht genau. Habe ich im Video aber alles gesagt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wird aber auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit passieren. So, dann hätten wir hier noch, den habe ich auch bei Onkel Jeffs Online-Versandkramladen bestellt für
relativ kleines Geld. Ich meine, für 13 Euro, der ging ja immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter im Preis. Und ich wollte den haben und bei, ich glaube, bei 13 Euro, 12, 13, 14 Euro um den Dreh habe ich zugeschlagen. Die Kritiken waren wechselhaft. Also die einen fanden den Film sehr gut, die anderen weniger. Es ist The Dead Don't Die von Jim Jarmusch mit Adam Driver und Bill Murray und ganz, ganz vielen Gaststars. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den angeschaut. Hier ist Steve Buscemi, ist auch noch mit dabei. Das ist eine Zombie-Komödie mit sehr, sehr sarkastischen, ironischen Untertönen, sehr langsam inszeniert auch. Aber ich muss sagen, dieser Film, ich habe mit dem Becky zusammen angeschaut, wir waren beide total begeistert, wir fanden den richtig gut, eben auch, weil der so entschleunigt ist, weil der so ruhig ist, so unterschwellig witzig und so, also wir fanden den richtig Knaller. Er hat uns richtig gut gefallen, das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight von den Filmen, die ich mir in der letzten Zeit zugelegt habe und da muss ich sagen, der wird bestimmt noch häufiger bei mir im Player landen. Also ich fand den wirklich, wirklich gut. So, dann haben wir hier einen Film aus der Reihe Bahnhofskino. Und zwar ist das Lizard, die tödliche Mutation. Hieß der so? Die totale Mutation. Die totale Mutation von dem Regisseur, der eigentlich sonst nur vor der Kamera steht. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. George Eastman war das, glaube ich. Ja, richtig, George Eastman, also der Menschenfresser, wie hieß der? Man-Eater, der den gespielt hat. Ja, also das ist ein bekannter Star des B-Movies, George Eastman, aber eben vor der Kamera. Und hier hat er halt hinter der Kamera gestanden. Auch den Film habe ich noch nicht gesehen. Aber vom Trailer her erinnert er mich so ein bisschen an eine Mischung aus Die Fliege und Snake Cobra. Auch da hat Becky gesagt, das würde sie interessieren, den würde sie eventuell mit mir zusammen gucken. Die nächsten Samstagabende sind gerettet, echt gut. So, dann haben wir hier noch einen Indianerfilm, ebenfalls aus der Reihe Bahnhofskino, ein bisschen was fürs Herz. Der Kopf spielt aber auch mit, der Kopf spielt sogar noch mehr mit, nämlich Scalps. Sie kämpft wie ein Mann, oder es geht um deinen Scalp, Amigo. Den habe ich mir schon angesehen. Ich kannte den vorher auch nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, der wurde ja so gehypt ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich habe mir halt so ein paar Kritiken davon durchgelesen und dachte, die sagten alle, boah, so brutal, endlich ungekürzt, endlich. Ich fand ihn alles in allem sehr gut, sehr unterhaltsam, aber so wahnsinnig brutal ist der jetzt nicht. Also klar, sind ein paar Gewaltspitzen drin, die auch gerade für die Zeit ein bisschen an die Substanz, die werden halt Leute halt verstümmelt, ja, skalpiert und einer kriegt hier so die Brust rausgerissen und sowas. Aber alles in allem ist das eher eine Rachegeschichte über eine Frau, der ganz übel mitgespielt wurde, nämlich einer Indianerin. Und ja, die rächt sich halt an ihren Peinigern. Es ist, man kann ihn gucken, man kann ihn wirklich gucken, er ist nicht schlecht, also unter dem Label Bahnhofskino sind schon viel schlechtere Filme veröffentlicht worden, die ich auch alle sehr gut fand. Muss man dazu sagen, ich habe ja ein Faible für schlechte Filme oder für trashige Filme und der hier ist nicht trashig und auch nicht schlecht, im Gegenteil. Der ist sogar relativ gut gemacht, vielleicht ein bisschen billig, ist halt ein europäischer Western. Wobei, da kamen ja auch die Besten her. Aber es wurden halt auch nach Leone ganz, ganz viele Billigproduktionen runtergedreht. Und das hier ist eine davon, aber eine der besseren. Also den kann man sich wirklich, wirklich angucken. So, dann habe ich hier noch zwei Filme, die beide für sich beanspruchen, zu den brutalsten und kontroversesten Titeln ihrer Zeit zu gehören. Einmal hätten wir hier Project Wolfhunting. Der ist jetzt ganz aktuell rausgekommen. Erstmals, nicht neu, sondern erstmals. Da geht es um eine Schiffsbesatzung von Schwerverbrechern, die von Punkt A nach Punkt B gebracht werden sollen und dann das Schiff übernehmen. Aber im Keller haben wir halt noch so eine so einen zusammengebauten. Ja. Und ich muss sagen, auch wenn die Handlung hier ziemlich dünn ist, also die Handlung ist ziemlich dünn,
Der Gewaltgrad ist ziemlich hoch. Also wenn ihr einen Film sucht, wo ihr einfach nur am laufenden Band Gemetzel habt, wo wirklich alles rausgerissen, zerschossen, zerfleddert und Splash und literweise Blut wollt, hier, Project Wolf Hunting, euer Titel. Unterhaltsam, das ist der Stempel, den ich hier draufdrücken würde, er ist unterhaltsam, er ist nicht gut, weil, wie gesagt, Handlung ist sehr, sehr dünn, aber sehr gut gemacht. Also hat mir gut gefallen. Nichts Besonderes, aber hat mir gut gefallen. So, und dann habe ich hier noch einen Film, der auch zu den kontroversesten Titeln des Hongkong-Kinos zählt. Den habe ich euch ausgepackt und da muss ich auch sagen, da war ich sehr überrascht, dass da so viele Klicks drauf waren. Und zwar ist das Ebola-Syndrom. Auch hiervon habe ich bisher nur gelesen und dann hatte ich mal einen ganz starken Tag und dachte, den guckst du dir jetzt einfach mal an. Und was soll ich sagen? Ja, wirklich gut. Also, was heißt gut? Also, ich fand den auch sehr unterhaltsam. Das ist natürlich dieses typisch asiatische Overacting. Und ich muss sagen, so brutal, also in der Darstellung, war der jetzt auch nicht. Also, sicher, natürlich, es waren ein paar wirklich gut gemachte Ekelszenen dabei. Aber in vielen Szenen, wie zum Beispiel hier, wo die Zunge abgeschnitten wird, das ist ja eine der bekanntesten Szenen, die ist ja auch auf sämtlichen Vorschaubildern drauf. Das sieht man gar nicht. Also man sieht wie die Schere hier und dann blendet man weg. Die meiner Meinung nach bestgemachte Ekelszene war halt, wo bei einer Obduktion einem die Haut abgezogen wird. Das sah wirklich gut aus und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mich auch gezogen. Da saß ich hier so, willst du das jetzt wirklich sehen? Nee, eigentlich, ja, gut gemacht, wirklich schön. Aber die Handlung ist auch hier ist die Handlung nicht besonders toll. Wir haben halt einen Mörder, der hat Leute umgebracht hier in Hongkong und setzt sich dann nach Afrika ab. Und da passiert dann früher oder später das Gleiche. Währenddessen hat er allerdings so eine fast tote, oder war sie schon tot, also ich weiß nicht, hatte auf jeden Fall Ebola, hat er halt vergewaltigt und hat seitdem halt Ebola. So, jetzt ist er aber immun gegen Ebola, steckt aber jeden an, der mit ihm in Kontakt kommt. So, und dann bringt er noch ein paar Leute um, verarbeitet die zu Burgerbrötchen, also zu Burgern, zu Hamburgern. Und dann bricht halt so eine Ebola-Pandemie aus. In der zweiten Hälfte geht er dann wieder zurück nach Hongkong, um da halt mit seiner früheren Freundin wieder zusammenzuleben. Da baut der Film so ein bisschen ab. Da wird er so ein bisschen langsamer, bisschen langweiliger. Aber hier sind wirklich bis zu dem Zeitpunkt sämtliche Perversionen drin, die man sich vorstellen kann. Vergewaltigung, Kannibalismus, Verstümmelungen sind dabei. Das Einzige, was mich hier wirklich gestört hat, das war der Tiersnuff. Ich weiß jetzt gar nicht, also da werden einmal Hühner enthauptet. Ich weiß nicht, ob das echt war. Konnte ich nicht beurteilen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das echt war. Und am Anfang oder relativ am Anfang sieht man halt wie so ein Frosch. Ich meine, der hätte noch gelebt. Auf jeden Fall bewegte der sich. Kann auch sein, dass sie den, auf jeden Fall, der wird halt zerteilt, um gekocht zu werden. Und da ist mir auch anders geworden. So, das muss ich nicht sehen. Ich weiß, das ist gängige Praxis in manchen Ländern. Ja, das, und generell, auch Hühner, wenn die ja auch, die werden ja auch geschlachtet und so. Also, aber ich muss das nicht sehen. Ja, ich werde deswegen nicht zum Vegetarier. Obwohl das eigentlich einer der Gründe wäre, ein guter Grund. Ja, wenn man sowas nicht sehen kann, sollte man es auch nicht essen. Aber bei Fröschen, also die Stelle, die fand ich, die ging mir, fand ich nicht schön. So, abgesehen davon, kein schlechter Film. So, dann hatte ich hier ein Paket bekommen von, ich glaube CVV war das, haut mich jetzt nicht, wenn es falsch ist, oder AVV, von AVV, die habe ich euch auch alle vorgestellt und teilweise auch ein Video, ja, also ein Rezensionsvideo dazu gemacht, da muss ich jetzt also nicht nochmal groß drauf eingehen, das ist einmal The Stuff, ein tödlicher Leckerbissen in der Neuauflage. Den fand ich eigentlich ganz gut. Habe ich auch gesagt, hier, ich habe es mich noch nicht getraut, den Stuff selber anzurühren. Ne? Zucker und Schlagsahne. Schlagsahne. So, dann haben wir hier Reise ins Grauen.
Ja, haben wir ja geguckt, Becky und ich, haben wir auch drüber gesprochen, muss ich also nicht nochmal, nochmal ganz kurz, hier hinten haben wir auch noch zwei Bonusfilme drin, nämlich einmal Metal Beast und einmal Segeltour des Grauens. Segeltour des Grauens, ich habe kurz reingeguckt, ist tatsächlich ein Fernsehfilm, der ist auch nicht, kein Grusel oder so, ist mehr so Survival auf hoher See mit so einem Segelboot da und da kommen Haie und all sowas. Auch nicht schlecht, unterhaltsam, aber kein Horrorfilm. Und Metal Beast, jo, ich sag, jo, so, ja, kann man gucken, ne? Man kann es auch lassen, aber hey, Ken Hodder ist dabei. Ken Hodder als Jason spielt da das Metal Beast. Jo. So, dann haben wir hier noch Friedhof der Zombies. Auch den haben wir, also Becky und ich, euch ja genau vorgestellt mit Kritik. Muss ich auch nicht nochmal drauf eingehen. Und auch hier wieder zwei Bonusfilme drin. Einmal The Demon, der Teuflische, ja, hier. Und einmal Evil Love, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, den, wie gesagt, den hatte ich damals als Jugendlicher, war einer meiner allerersten Slasher, die ich auf Videokassette hatte. Das ist eher so ein nostalgischer Wert, den der Film für mich hat, weil gut ist er nicht. Wir haben da auch mal reingeguckt und haben aber nach 20 Minuten gesagt, ach du Schön, da lassen wir das mal. So, und dann haben wir hier noch einen Film, den ich euch dann am Freitag höchstwahrscheinlich, wenn ich dazu komme, ansonsten nächste Woche vorstellen werde. Und zwar ist das Shadow Chaser. Shadow Chaser. Stirb langsam. Mehr sage ich nicht. Also jetzt nicht, sonst guckt ihr das Video nicht mehr. Aber ja, da gehe ich dann bei Zeiten drauf ein. So, dann geht's weiter mit einem Film, den ich mir gekauft habe, auf den Becky und ich wirklich lange, lange gewartet haben und weil nicht sicher war, ob wir da ein Muster bekommen, habe ich den auch vorbestellt, weil den wollte ich unbedingt haben. Da war mir auch der Preis egal letzten Endes. Meine ich, hätte ich 40 € dafür bezahlt, was für ein Mediabook eigentlich, ja, doch ist noch im Rahmen, kann man machen. Und zwar ist das Kabal, die Brut der Nacht. Gibt es viele, viele schöne Cover, ja, auch von, ich glaube, von Timo Wirtz auch. Aber ich habe mich hier für dieses Cover Artwork entschieden, weil das halt das Cover Artwork ist, das ich damals meine. Also, das ist das, was ich mit dem Film verbinde. So muss das aussehen für mich. Und auch wenn es nicht das Schönste ist, um nicht zu sagen, es ist eigentlich das Unspektakulärste, aber wollte ich haben. So, den haben Becky und ich auch geguckt und da machen wir auf jeden Fall noch ein Video zu. Deswegen muss ich da jetzt auch nichts zu sagen, weil der Film, das ist einer der Filme, die wir beide sehr lieben. Und jetzt haben wir halt auch den Director's Cut gesehen, der hier mit drauf ist. Da werden wir also auch noch ein Video zu machen, wenn es halt an der Zeit ist. So, und dann hätten wir hier noch, der ist jetzt auch von Cine Strange Extreme. Cheech und Chong, The Corsican Brothers, die korsischen Brüder. Oder jetzt raucht sie wieder tierig, beziehungsweise weit und breit kein Rauch in Sicht. Ja, das sind die drei Titel, unter denen der Film hier in Deutschland vertrieben wurde. Also weit und breit kein Rauch in Sicht macht durchaus Sinn, weil hier wird nicht gekifft. Und jetzt raucht es wieder tierisch. Keine Ahnung, wer ist, wer kommt auf so eine bescheuerte Idee? Ja, aber naja, gut, klar. Cheech und Chong, ah, jetzt raucht's wieder tierisch. Kifferfilm. Nee, ist kein Kifferfilm. Das ist eine Historienkomödie nach der Geschichte von Alexandre Dumas. Also ziemlich frei. Sehr albern und leider nicht so wirklich gut. Also ich fand ihn nicht so toll. Ich hatte gehofft, wirklich irrsinnigerweise, dass er vielleicht so ein klitzekleines bisschen sein könnte wie Dotterbart. Nee, ist er nicht. Also er ist ziemlich banal, albern und ich meine, er macht auf seine Art und Weise Spaß, aber gut ist anders. Also da habe ich von Cheech und Chong schon wesentlich Besseres gesehen. So, und den Abschluss der Mediabook-Sektion macht hier von Turbine die Neuauflage und erstmalige 4K-Veröffentlichung von David Cronenbergs Naked Lunch. Ja, ich kann ehrlich gesagt nicht viel zu diesem Film sagen, weil ich weiß gar nicht, was ich da gesehen habe. Also ich fand ihn auf seine Art auch unterhaltsam, ich fand ihn mitreißend, aber ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Also das ist, das war, das ist komisch. Das ist ein ganz komischer Film. Er hat eine gewisse
Sogwirkung und er hat auch ganz tolle Bilder, aber also den muss ich wahrscheinlich noch zwei, dreimal gucken und vielleicht auch unter dem Einfluss von irgendwelchen bewusstseinserweiternden Substanzen, um ihn zu verstehen. Da ich aber mit der bewusstseinserweiternden Substanzen jenseits des Alkohols null Erfahrung habe, wird sich das wohl noch ein bisschen hinziehen. Ich weiß es nicht. So. Und von David Cronenberg kommen wir jetzt zu Brandon Cronenberg, denn da hätte ich hier Antiviral, ja, wie der Vater, so der Sohn, oder wie es so schön heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Hier geht es um einen Geschäftsmann, der prominenten Blut abzapft und das den Fans quasi für teures Geld spritzt. Das hat zur Folge, dass die Patienten auch tödliche Krankheiten, die ihre Vorbilder haben, dann durchleiden. Es ist ein extrem ekelhaft widerlicher Film. Ich habe es auch nicht geschafft, ihn zu Ende zu gucken. Eigentlich, ja, ich habe den auch geschenkt bekommen. Ich hatte eigentlich dann den Trailer gesehen und dachte schon, also das ist ein Film, der wandert auf jeden Fall zumindest in den Keller. Der wird nicht in meiner Sammlung stehen bleiben. Ich gebe ihm vielleicht noch eine zweite Chance, aber ich denke eher, dass ich das nicht nochmal, also ich weiß, also nicht mein Fall. Aber so, es gibt's ja auch. Geschmäcker sind ja verschieden und das hier ist nicht mein Geschmack. So, dann nicht mein Geschmack. Das ist jetzt auch eine etwas schwierige Angelegenheit. Ich habe nämlich hier das Finale von Doctor Who von der 13. Staffel. Ist das die 13.? Ist der 13. Doktor? Ist es die 13. Staffel? Ich weiß gar nicht. Also das Special zum Abschluss von Judy Whittaker als 13. Doktor. Das heißt, ja, Achtung, Spoiler, hier stirbt der 13. Doktor und macht Platz für den 14. Von wem der gespielt wird, verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ich muss sagen, ich mochte Judy Whittaker als Doktor sehr gerne, aber Chris Chibnall als Showrunner war meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Er hat die Serie, die seit den 60er Jahren mit einer kurzen Unterbrechung erfolgreich lief und läuft, quasi, er hat ihr so viele dumme Entscheidungen angedeihen lassen, dass die Serie für mich mittlerweile komplett uninteressant ist. Da hätten wir einmal das zeitlose Kind. Diese Idee fand ich total scheiße. Ja, auch dass der Doktor quasi so eine Art Urvater der Time Lords, fand ich total hirnverbrannt, so doof. Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ganze Vorgeschichte, dass es vor William Hartnell weitere Doktoren gibt, okay, mag sein, da komme ich sogar mit klar, ist mir egal. Wenn es halt auch noch frühere Doktoren gab, spielt ja keine Rolle. Er reist ja durch Raum und Zeit, kann also überall, ja. Also das ist mir egal. Aber es wirft diesen ganzen Kanon über den Haufen und dann noch weitere Doktoren, also alles in allem. Aber hier in dieser Doppelfolge, mit der er quasi seine Showrunnerschaft abgibt und auch Judy Whittaker zu Grabe trägt, könnte man sagen, hat er nochmal aus dem Vollen geschöpft und präsentiert eine Geschichte, die Geschichte ist eigentlich auch nicht so toll. Aber diese beiden Episoden haben mir sehr gut gefallen, weil wir haben hier ganz viele alte Doktoren mit drin. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wer es alles war. Auf jeden Fall ganz viele von den alten, auch die alten Companions kommen nochmal dazu. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und hier auf dieser Blu-ray ist dann auch noch eine alternative Synchronfassung drauf, beziehungsweise wir haben einmal die Synchronfassung, die auf One war das, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Die habe ich auch gesehen damals. Und okay, da hatte halt jeder der früheren Inkarnationen des Doktors eine andere Synchronstimme, wie es ja auch eigentlich Sinn ergibt. Und das war auch eigentlich gar nicht schlecht. Die Stimmen haben gepasst. Aber hier haben wir eine alternative Synchronfassung. Da werden alle alten Doktoren von Michael Schwarzmeier gesprochen, so wie es auch der Fall war. Weil früher, bevor der Doktor im Jahr 2005 neu gestartet wurde, da hatten alle Doktor Who, also alle Doktoren,
hatten die gleiche Stimme, nämlich die von Michael Schwarzmeier. Und so wird das auch weitergeführt. Jetzt kommen ja die Abenteuer des ersten Doktors, die Abenteuer des zweiten Doktors, dritten, vierten, fünften. Die werden jetzt nach und nach alle veröffentlicht in Deutschland. Die gab es hier vorher nicht in deutscher Sprache. Und da ist auch jedes Mal Michael Schwarzmeier über dem Doktor zu hören. Und zwar ganz egal, wer den Doktor gerade spielt. Und hier spricht er auch alle. Und das hat mir hier sehr gut gefallen. Dann auch noch ein paar geile Szenen. Ich sag nur, der Master als Rasputin, auch eine geile Stelle. Außerdem haben wir sowohl die Cybermen als auch die Daleks als Feinde, die hier zusammengenommen werden. Der Master kombiniert die beiden, um sie zusammen gegen den gemeinsamen... Ja, und was dann? Was wäre denn, wenn jetzt der Doktor wirklich vernichtet, dann hast du immer noch die Cybermen und die Daleks, die sind beide zusammen, da hat man nicht zu Ende überlegt. Da hat der Chris Chibnall wahrscheinlich gedacht, boah, wäre doch cool, wenn wir den und den und den, ah, hier noch ein bisschen, hier noch den Schal vom vierten, ah, haben eigentlich nur noch die Jellybabies gefehlt. Aber guckt's euch an, wenn ihr Doctor Who-Fans seid und es noch nicht gesehen habt, guckt's euch an. Ich weiß nicht, ob es noch in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Ich glaube, ja, aber ich weiß es halt nicht genau. Auf jeden Fall, ja, die kann man auch, also diese Episoden kann man auch gucken, ohne es vorher gesehen zu haben, also was vorher war. Aber meine Meinung hätte das hier und auch die beiden Specials, die vorher einzeln veröffentlicht wurden, die hätten mit in die ohnehin sehr kurze Staffel, die 13. Staffel reingepasst, Flux. Es waren ja, glaube ich, nur 6 oder 8 Episoden. Ich glaube, 6 waren es. 6 Episoden. Da hätte man die auch noch mit reinpacken können, die Specials. Hat man früher ja auch gemacht. Aber klar, da springt nicht so viel Kohle bei raus. Ne? So, ja, dann habe ich nochmal bei Onkel Jeffreys Online-Versandkramladen zugeschlagen. Und zwar hatten die da eine Aktion. 4 Klassiker für 22 Euro, also 4 für 22 Euro, das geht so hier, ne? 22, 2 und 4, also 4 Filme für 22 Euro, das macht dann also 5,50 Euro pro Film und da habe ich mir dann halt auch 4 Filme ausgesucht. Ich mache sowas ja normalerweise nicht, ich kaufe ja eigentlich immer nur dann Filme, wenn ich sie unbedingt haben will und so Aktionen, die gehen ganz oft auch von mir ungenutzt vorbei. Aber jetzt waren hier 3 Filme dabei, die ich sowieso auf meiner Wunschliste hatte. Und da habe ich dann gesagt, hey, das ist doch das, das ist doch was, wo man zuschlagen kann. So, und das ist einmal Adel verpflichtet mit Alec Guinness und Dennis Price und mit Alec Guinness und mit Joan Greenwood, mit Alec Guinness, Valerie Hobson und Alec Guinness. So, und doch, das ist richtig, weil Alec Guinness, also Obi-Wan Kenobi, der spielt hier nämlich mehrere Rollen. Da geht es halt um einen Erben. Der kann aber erst erben, wenn all seine vorherigen Verwandten das Zeitliche gesegnet haben. So ähnlich wie bei Didi und die Rache der Enterbten. Nee, eigentlich doch anders. Aber er bringt dann halt einen nach dem anderen um. Ist eine geniale, schwarzhumorige Komödie. Sehr, sehr geil. Und Didi und die Rache der Enterbten ist doch gar nicht so weit weg, oder? Auf jeden Fall gibt es auch eine, das ist, glaube ich, basiert auch auf einem Theaterstück. Und es gibt eine deutsche Inszenierung, wo Dieter Hallervorden auch mitspielt. Von daher passt es vielleicht doch. So, dann haben wir hier noch 2 Titel aus dieser Aktion. Die habe ich mitgenommen. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, du bist inkonsequent, Micha. Aber andererseits, egal. Ich habe euch ja im letzten Video vorgestellt, ich hatte das Böse, also Phantasm, in dieser 4K Ultra HD Box, die hier oben irgendwo, ist sie noch im Bild? Nee, steht hier drüber noch, oder? Nee, steht hier irgendwo. Habe ich euch ja vorgestellt, den habe ich zum Rezensieren bekommen und konnte ihn dann nochmal ansehen. Ich fand ihn ja beim ersten Mal nicht so toll und muss dann sagen, da war ich jetzt restlos begeistert, hat mir wirklich sehr gut gefallen, so gut, dass ich mir dann den zweiten Teil gekauft habe, weil irgendeiner hat mir gesagt, guck dir den zweiten an, der ist noch besser. Und da habe ich gesagt, nee, der hat mir nicht gefallen. Der zweite Teil hat mir nicht gefallen. Und da habe ich dann auch im letzten Video gesagt, Teil 3 und 4 und 5 gibt es, glaube ich, auch. Muss ich so schnell nicht sehen.
Ich weiß. Ja, aber ey, 5,50 Euro und letzten Endes, ich wollte sie ja sehen. Ich wollte sie ja sehen. Ich habe gesagt, okay, kann mir gestohlen bleiben. Dann sitzt man da und irgendwo. Ah. Ja, der erste, der hatte beim ersten Gucken auch nicht gefallen, beim zweiten Mal schon. Ah, vielleicht gefällt dir der zweite ja auch irgendwann. Ich würde es ja schon gern wissen, wie es weitergeht. Und dann sind die in der Aktion drin für 5,50 Euro. Da habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, nimmst du mit. So, und den habe ich mir gestern Abend, ich merke es gerade jetzt gar nicht, habe ich gestern geguckt. Alleine, weil Becky wollte nicht, saß dann neben mir und war auf ihrem Handy am Dabbeln und dann kam aber immer wieder der Blick so hoch und irgendwann hat sie mitgeguckt. Der hier, der dritte Teil, ist anders als die ersten beiden, aber ich muss sagen, der hat mir wirklich gut gefallen. Er ist nicht gut, aber er hat mir gut, ist typischer 80er, 90er Jahre Trash. Und der fühlt sich auch eher nach einem Charles Band Film an, als nach Phantasm. Der hat mir also überraschend gut gefallen. Ich fand den wirklich, es waren sogar ein paar lustige Momente drin und da habe ich gesagt, ja doch, also den Kauf hast du schon mal nicht bereut. So, dann haben wir hier noch den, den vierten Teil. Da muss ich sagen, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich hoffe, dass der ähnlich trashig ist wie der hier, wobei hier diese Darstellerin hier, die ist da neu dabei, die spielt die Rocky und ich habe schon geguckt, die ist im nächsten leider nicht mehr dabei. Die fand ich nicht nur heiß, die fand ich auch ziemlich cool, also den Charakter hat mir gut gefallen. Schade, dass die im nächsten Film nicht mehr dabei ist. Ich habe auch mal geguckt, so viele Filme hat sie leider nicht gemacht, schade. Ich fand die wirklich gut. Ja, und ansonsten haben wir halt alle wieder mit dabei, die auch im ersten dabei waren, inklusive Michael. B. Michael Baldwin oder wie der heißt, der ist wieder da, ich habe ihn gar nicht erkannt, ich denke, ist das, haben die schon wieder einen neuen Michael, weil vom ersten zum zweiten haben sie den Michael ja ausgetauscht, weil die Produzenten gesagt haben, nee, die Schauspieler wollen wir nicht, die sind nicht gut, stimmt, sind sie nicht, und da haben sie ihn ausgetauscht, hier im dritten ist er wieder mit dabei, ich habe ihn nicht erkannt, wirklich, sieht ganz anders aus. Becky sagte, doch, das ist der aus dem ersten. Und sag ich, ja. Und Reggie hier, Reggie, der wird immer cooler. Also ich im ersten Teil ist er mir so auf den Keks gegangen, aber hier ist er, ja, doch, Reggie ist eine coole Socke. Der Tallman, Augustus Krim, wie er hinten auf dem Cover von der 4K Ultra HD genannt wird. Angus heißt der Mann, Angus Krim. Wenn die das jetzt wirklich so machen, dass es davon so viele gibt, dann würde das der ganzen Geschichte so ein bisschen die Brisanz nehmen. Würde mir persönlich nicht so gut gefallen, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall hier, der läuft dann auch demnächst in diesem Theater. Ja, Teil 5 habe ich noch nicht, der war nicht in der Aktion mit drin und ja, ich muss mal gucken, wo ich den herbekomme, ob ich mir den überhaupt zulege. Jetzt erstmal habe ich ja genug, aber schön und gut. So, der vierte Teil, der fehlt noch, also nicht der vierte Teil von Phantasm, sondern der vierte Titel aus dieser 4 für 22. Der fehlt noch, der wird erst nächste Woche geliefert. Der wollten wohl viele haben. Deswegen, der kommt nächste Woche und ist dann auch im nächsten Update-Video mit dabei. Ich werde jetzt auch nicht drauf eingehen, aber es ist ein Film mit Burt Reynolds. So, und vielleicht könnt ihr ja mal raten, welcher Film das ist. Wenn er dahinter kommt, schreibt es unten in die Kommentare rein. So, trotzdem habe ich da noch einen weiteren Titel mitgenommen. Der war nicht in der Aktion drin, aber den wollte ich schon lange haben. Obwohl das ein Titel ist, der mir persönlich unter die Haut geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Solche Filme kann ich eigentlich ganz, ganz schlecht sehen. Aber Becky mag die sehr gerne. Und das ist auch einer der Filme, die ich in meiner Jugend oft geguckt habe. Und wir gucken momentan die Raumschiff Enterprise Originalserie auf Netflix. Wir gucken also jeden Abend eine Folge, manchmal zwei. Und ich persönlich bin ein großer Fan von William Shatner. Und unsere Kleine, also die Rosi, die ist großer Fan mittlerweile von Mr. Spock. Also von Leonard Nimoy. Und gestern Abend lief dann hier auch
Star Trek Nemesis mit Captain Picard, sagt sie, das ist nicht mein Captain, das ist nicht Captain Kirk, wo ist Captain Kirk, wo ist Bock? Naja. So, also der Film, um den es geht, ist Mörderspinnen. Mit William Shatner in der Hauptrolle, der hier von Thomas Dannenberg gesprochen wird, auch ein toller Sprecher, aber eben ja, Thomas Dannenberg und nicht Gerd Günther Hoffmann, der ihn in den Star Trek, in der Star Trek Serie spricht. Und Gerd Günther Hoffmann ist ja, ist der Gott der Synchronsprecher, aber Thomas Dannenberg ist dann mindestens der Vizegott und aber passt meines Erachtens nicht so drauf. Mörderspinnen. Gut, wir werden ihn auf jeden Fall nochmal gucken, weil sonst hätte ich ihn ja nicht gekauft. Wahrscheinlich sogar zeitnah. So, weiter geht's mit Night Siren. Ein moderner Hexenfilm von der Busch Media Group veröffentlicht worden. Das ist ein tschechoslowakischer Film. Und ich muss sagen, der hat mich wirklich fasziniert. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Es ist ein sehr mystischer, sehr ruhiger Film, der auch so ein bisschen mit der Erwartung hier Hexenthematik und sowas spielt. Sehr zu empfehlen, sehr, sehr cooler Film. Großartig. So, dann hätten wir hier noch Comtesse des Grauens aus den, aus den Hammer Studios. Aber Hammer sind keine Studios, Hammer ist eine Produktionsgesellschaft. So, also von Hammer Films, das ist die Blutgräfin. Ne? Ich glaube, die Blutgräfin mit Ingrid Pitt auf jeden Fall. Den hatte ich damals schon mal. Und der lag aber im Keller. Der ist also im Keller quasi mit der Flut davongeschwommen. Und jetzt hat Pedax den Film neu aufgelegt. Bild- und Tonqualität, soweit ich das beurteilen kann, identisch. Leider ist das Bonusmaterial weitestgehend auf der Strecke geblieben. Also ist anderes Bonusmaterial drauf. Also wer die Erstauflage hat und jetzt einfach nur wegen dem Bonusmaterial nochmal upgraden will, hier ist anderes Bonusmaterial drauf. Hier ist zum Beispiel eine Folge der Serie Triller mit Ingrid Pitt. Heißt die Serie Triller? Ich glaube, die hieß Triller. Triller hieß die Serie so. Ich muss mal gerade gucken. Ja, genau, aus der Serie Triller, und zwar die Folge Villa mit Friedhof. Mit Ingrid Pitt ist hier als Bonusmaterial noch mit drauf. So, dann haben wir hier noch Der Schwarm. Da habe ich alles drüber gesagt, was ich zu sagen habe. Dann hätten wir hier noch Off-Season. Und da muss ich sagen, auch ein fantastischer Film, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein Film, der sich eben nicht an die heutige Jugend richtet, sondern an ein erwachsenes Publikum. Man könnte sagen, dass dieser Film mehr oder weniger eine Verfilmung von H.P. Lovecrafts Schatten über Innsmouth ist, zumindest so ein kleines bisschen. Mit einigen Abwandlungen. Also ich fand den Film sehr gut. Er hat wirklich diesen Lovecraft-Stil. Wobei, was ich hier hinten, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wunderschöne Hommage an The Fog, Nebel des Grauens und Silent Hill. Gruselig, düster und nervenaufreibend. Nein, so müssen Lovecraft-Filme aussehen. Nein, nein, hier oben, da steht's, ja. So, pass auf, hier. Ein atmosphärischer Cosmic-Horror-Grusel-Thriller, der Großmeistern wie John Carpenter, Lucio Fulci und H.P. Lovecraft huldigt. Nee, das ist es auch nicht. Ich hatte irgendwo gesehen, das Erbe von denen. Und jetzt muss man sagen, okay, Lucio Fulci oder Lucio Fulci und auch... da stand noch einer da. Das ist nicht das, was ich... Was habe ich denn hier gelesen, Himmel? Ja, naja, gut. Auf jeden Fall, John Carpenter lebt noch. Das ist es, was ich sagen wollte. Das war irgendein Werbetext, hatte ich irgendwo gelesen. Das Erbe von Lovecraft, Fulci und John Carpenter. Und da habe ich gesagt, hey, John Carpenter lebt noch. Den muss man nicht beerben. Ja, es ist okay, ja, wenn man sagt, das Erbe von Fulci... Wobei ich das jetzt nicht wirklich, würde ich nicht sagen. Also fühlt sich nach einem Carpenter an, aber nicht nach einem Fulci. Aber naja. So, weiter geht's mit diesem Film hier.
Ja, der fehlte mir noch in meiner Sammlung. Da hatte ich nämlich nur, ich habe die alle nur auf DVD. Ich habe die alle nur auf DVD und den Teil 6, das unentdeckte Land, habe ich mir vor einiger Zeit als 4K-Disc geholt, weil die DVD ausgerechnet von meinem Lieblingsfilm, nämlich von Teil 6, die war unter aller Sau. Die anderen waren qualitativ eigentlich gut. Konnte man sich durchaus angucken. Wobei, ich habe jetzt die neuen Filme, also die Picard-Filme, auch als 4K. Leihgabe von meinem Kollegen Jörn, vielen Dank an dieser Stelle, angesehen. Mir fehlt jetzt nur noch der Aufstand. Da fällt mir ein, wir hätten eigentlich den Aufstand vor Nemesis, aber gut. Ja, das ist schon ein himmelweiter Unterschied zwischen der DVD und der Ultra HD. Es wäre auch traurig, wenn nicht. So, aber hier ging es mir halt drum, ja, es ist der Director's Cut. Und da habe ich Bildvergleiche gesehen. Das ist auch ein himmelweiter Unterschied zwischen der DVD, die ich habe, und dieser 4K-Disc. Aber mir ging es speziell um den Director's Cut. Den wollte ich nämlich sehen. So, da haben wir aber auch gesagt, den gucken wir uns erst an, wenn wir die Originalserie zu Ende haben. So, die anderen Filme haben wir alle schon geguckt. Ich weiß, es ist nicht ganz konsequent, aber den hier, den gucken wir uns erst an, wenn wir fertig sind. Wir sind übrigens gerade bei der Folge mit den Tribbles. Das heißt also, wir haben noch Staffel 3 vor uns und die Hälfte von ungefähr die Hälfte von Staffel 2. Also ich schätze mal, das wird noch ungefähr anderthalb Monate dauern, bis wir uns den ansehen. Aber wir werden ihn ansehen. So. Und wir kommen noch langsam zu Ende. Sind nur noch zwei Filme da. Einer davon ist Boomerang mit Eddie Murphy und ich glaube, das war die Halle Berry, ja, Halle Berry und Robin Givens. Hier war aber doch auch, die waren doch noch ganz andere, das meine ich jetzt gar nicht. Martin Lawrence war noch mit dabei. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, Eartha Kitt auch, Eartha Kitt, Catwoman aus der alten Serie, also die schwarze Catwoman. Waren ja drei Schauspielerinnen, die Catwoman in der 60er Jahre Serie mit Adam West gespielt haben und Eartha Kitt war die eine davon. Boomerang, den habe ich auch damals gesehen als Jugendlicher, fand den als Jugendlicher unheimlich geil, weil Eddie Murphy da der Reihe nach die Weiber abschleppt. Ist ein Film seiner Zeit. Es ist halt wirklich so ein Zeitzeugnis der 90er Jahre, wo Männer noch Männer waren und Frauen quasi Objekte. Ist ja Gott sei Dank vorbei. Aber es ist halt auch so, es ist halt so eine typische 90er-Jahre-Komödie. Kann man sich angucken als Mann, wenn man da jetzt nicht so, wenn man wirklich sagt, ja komm, ist eine Komödie. So. So, und den Schluss, den letzten Film, Neuzugang in meiner Sammlung, der ist gestern dazu gekommen. Es handelt sich hierbei um einen Kinderfilm. Und ich hole jetzt extra ein bisschen weiter aus. Er basiert auf einer Kinderbuchreihe, die ich als Kind geliebt habe. Ich habe die alle gelesen. Ich fand die ganz toll. Dann kam auch, nein, nicht alle, bis Teil 6. Bis Band 6 habe ich gelesen. Dann bin ich irgendwann, also ich wusste, ich habe erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es noch weiterging. Ich dachte, das wären damals 6 Bände. Als ich angefangen habe zu lesen, waren es 6. Und naja, diese 6 Bände habe ich gelesen. Dann gab es auch noch eine Hörspielserie. Da hat der Peter Lustig von Löwenzahn hat damals da den Erzähler gemacht. Diese Hörspielserie gilt mittlerweile fast als verschollen. Ich habe trotzdem noch die ersten 4 Folgen auf Kassette und auch digitalisiert auf dem Rechner. Und das ist auch die Version, die ich am liebsten höre. Die wurde dann nochmal neu aufgenommen mit anderen Sprechern. Auch nicht schlecht, aber Peter Lustig ist halt Peter Lustig. Dann gab es noch eine Fernsehserie mit Gert Fröbe und Joel Dax. Und die ist ebenfalls Kult. Ich durfte damals keine Episode dieser 13-folgigen Serie verpassen. Habe ich erfahren, jetzt in den 90er Jahren wurde das auch nochmal fortgeführt. Diese Serie habe ich leider nicht gesehen, nur das Original. So, und dann gab es 2016 einen Animationsfilm dieses Kinderbuchs. Auch den fand ich ganz toll und meine Kinder lieben den Film. Aber im Jahr 2000 hat der deutsche Regisseur Uli Edel auch diese Realverfilmung von Der kleine Vampir auf die Leinwand gebracht. Der steht hier oben übrigens noch als VHS-Kassette rum, weil ich wollte da immer mal ein Special zu machen. Filme, die es nicht auf DVD und Blu-ray gibt. Habe jetzt aber auch gesehen, als ich hierüber recherchiert habe, ich schreibe hier das Review zu, es ist im Jahr 2001 wohl eine DVD von Warner Brothers veröffentlicht worden, aber
gibt es nicht. Also die kriegt man nicht. Also es ist ganz schwer zu kriegen, ja. Und ja, jetzt gibt es ihn halt auf Blu-ray-Disc von Eurovideo. Also ich wollte da immer mal ein Special zu machen über diesen Film, aber ich habe mich irgendwie nicht durchringen können. Jetzt ist es zu spät, weil jetzt gibt es ihn ja auf Blu-ray. Ja, der Film hier ist im Gegensatz zu der Serie, zu der Hörspielreihe, zu den Büchern, Comics gibt's auch, zu dem Theaterstück, dem Musical, dem Animationsfilm. Also im Gegensatz zu all diesen Adaptionen dieser Romanreihe, Jugendbuchreihe sind keine Romane, sind so dünne Büchlein, in Vergessenheit geraten. Und ich habe jetzt reingeguckt und muss sagen, zu Recht. Also er ist nicht schlecht. Aber es ist nicht der kleine Vampir. Also es ist, ja, doch, ja, also hier ist so viel geändert. Also es ist nicht mein kleiner Vampir. Sagen wir es mal so. Es ist nicht Rüdiger von Schlotterstein, der mit Onkel Theodor und Tante Dorothy auf dem Friedhof lebt und dann den Anton Bohnsack, einen einsamen Jungen, kennenlernt und sich mit dem anfreundet. Und die erleben Abenteuer und die Vampire sind aber immer hinter ihnen her und die Menschen dürfen nicht rauskriegen, dass es Vampire sind. Es ist so eine tolle Geschichte eigentlich. Und hier nicht. Und dann Geiermeier, Gerd Fröbe, ideal, besser geht's doch gar nicht. Hier haben wir ihn hier. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Ja, als Rocker. Okay. Ich meine, der Cast ist ja nicht schlecht. Der Cast ist ja nicht schlecht. Richard E. Grant als Ludwig, nicht Onkel Theodor, nein, als Ludwig von Schlotterstein, ist der Vater von Rüdiger. Und dann hier Anton Bohnsack, nee, nicht Anton Bohnsack, ist ja ein amerikanischer Film, wir haben Tony Thompson. Na gut, hätte man ja übersetzen können, aber nein, Tony Thompson, nicht Anton Bohnsack, ist ja auch wurscht. Ich mag diesen Schauspieler hier nicht. Ja, das ist der aus Jerry Maguire und aus Stuart Little. Ich mag ihn nicht. Er hat so ein blödes Grinsen. Ja, ich bin ein kleiner Kinderschauspieler, ich bin ganz toll. Ja, niedlich ist er, aber ist halt nicht Anton Bohnsack. Also nicht dieser etwas schüchterne Junge ist er halt nicht. Also, und das gefällt mir halt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. So, ja, trotzdem, ein Film kann man gucken, aber es ist halt nicht der kleine Vampir. So, und das war's auch schon. Das waren meine Neuzugänge von den Monaten April und Mai. Wir sehen uns dann am Freitag mit einem weiteren Video. Ich nehme es jedenfalls an. Ich habe ja auch noch ein tolles Hörspiel für euch. Ich sag euch jetzt noch nicht, welches Hörspiel ich euch da vorstelle, aber mir juckt der Daumen schon, sicher naht ein Sündensohn. Something wicked this way comes. So, vielleicht kommt ihr dahinter, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr schon da unten seid, nicht vergessen und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt geil. Euer Michael Speyer.